Es gibt neue Infos. CG Crump hat einen neuen Post veröffentlicht. Da geht's um den Rack und den Nexo, wie er ins Spiel kommt, wie man ihn bekämpfen kann. Auch noch, welche neuen Buffs sie vergeben und so weiter. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Gelächter of Heroes mit einem kleinen Infovideo. Ja, es ist soweit, die Territorialschlacht für die helle Seite steht jetzt bald an und jetzt kommen die Infos mehr und mehr zutage und das will ich mir natürlich nicht entgehen lassen, euch darüber zu informieren. Das hier ist natürlich jetzt wieder in Englisch, ganz klar, aber ich habe es mir natürlich wieder mir nicht nehmen zu lassen und ich wechsle gleich in meine deutsche Übersetzung. Und schon sind wir da. Mit einem anderen Hintergrundbild zeigt auch, dass die Infos jetzt besser zu sehen sind. Ich hoffe, ihr stimmt mir dabei zu. Also, die neue Territorialschlacht, die Republik-Offensive ist jetzt bald aktiv. Und jetzt kommt es soweit. Es treten jetzt die sogenannten beiden Hinrichtungsbestien, kommen jetzt mit ins Spiel. Das ist natürlich der Rack, die Rack und die Nexo. Der Rack wird natürlich in der dritten Phase, wird man ihn bekämpfen dürfen. Das Team, was ihn bekämpfen kann, sind Klontruppen. Natürlich angeführt nicht von General Skywalker, sondern von Jedi Meister Shakti. Sie muss sich mit ihren Klontruppen gegen den Rack und natürlich auch gegen einen Kopfgeldjäger. Und dieser Kopfgeldjäger ist niemand anderer als der gute Jango Fett. Der Rack hat eine neue Mechanik. Wo ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja, was soll denn das? Die nennt sich in der Übersetzung natürlich, ganz klar, Trampel. Der Trampel ist ein zusätzlicher Buff, wo alle Charaktere, die davon betroffen sind, für zusätzlichen Schaden anfällig sind. Und jetzt kommt die Mechanik noch mit ins Spiel, der Trampelzustand. Du kannst nur Jango Fett besiegen, wenn er diesen Trampelzustand hat. Also sprich, du musst als erstes deine Angriffe speziell planen, damit du ihn überhaupt besiegen kannst. Wird auf jeden Fall sehr interessant, das zu sehen, wie sie das gemacht haben, wie sie das umsetzen und vor allem in welcher Lage man ist, dann das Ganze zu besiegen. Wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant und vor allem auch, welche Stärke man an den Spielern braucht, an den Charakteren braucht, an den Klonen braucht, um das überhaupt zu schaffen. Wie gesagt, es wird sehr, sehr interessant. Es gibt natürlich, wenn man den Jango und den Rack besiegt, bekommt man einen Splitter für die Gilde. Das war erstmal die Info über den ersten Kampf. Aber jetzt habe ich mir noch gedacht, ich zeige euch mal die Teams, die dazu wahrscheinlich in der Lage sind. Dazu wechseln wir mal ganz kurz ins Spiel. So, ich habe das hier alles schon ein bisschen vorbereitet. Ich habe zwei Teams mir erstmal zur Seite gestellt. Das ist natürlich das normale Klonteam und zwar mit der 501. Da fehlt natürlich noch der Arc Trooper. Der Arc Trooper kommt ja jetzt bald ins Spiel und der wird farmbar sein natürlich über die Cantina. Wann er genau ins Spiel kommt, wie lange man Zeit hat, um ihn zu bekommen und so weiter, das wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Ich hoffe mal, sie lassen uns genug Zeit, dass wir den in dieses Team mit einfügen können. Denn ich kann mir durchaus vorstellen, dass es notwendig sein wird, dass für den Kampf gegen den Reek, dass man ihn einsetzen muss. Kann ich mir durchaus vorstellen. Das zweite Team, was ihr hier seht, ist natürlich ein normales Klonteam mit Cody. Es könnte natürlich auch der Phase 1 Truppler mit dabei sein. Da würde es jetzt in diesem Fall keine Rolle spielen. Meine Truppen sind definitiv noch nicht in der Lage dazu, in
diesem Kampf mit einzusteigen, wollte ich nur kurz mal anmerken. Dazu müssten sie mit Sicherheit, da bin ich auch fest davon überzeugt, unter Ausrüstungsstufe 12 wird es wahrscheinlich nicht möglich sein, diesen Kampf zu bestehen. Ist jetzt nur eine ganz grobe Vermutung, aber sie liegt sehr nahe, dass das funktionieren, sehr, sehr wahrscheinlich nur mit diesen Teams funktionieren kann, wenn sie Ausrüstungsstufe 12 Minimum haben. Kommen wir noch zum Nexo. Der Nexo wird in der letzten Phase der Territorialschlacht eine eigene Mission haben. Da sind natürlich die Buffs, oder die Debuffs besser gesagt, die der Nexo verteilt in seinem Kampf. Es ist in der Kampfmission im untersten Territorium, ist der Nexo, bekommt natürlich seine eigene Mission. Der Nexo oder die Nexo verursacht einen zusätzlichen Debuff, der nennt sich Blutungen und er ignoriert Schutz. Das ist wahrscheinlich auch sehr, sehr wichtig zu beachten, dass wahrscheinlich die Gesundheit da massiv nach oben geschraubt werden muss, damit man ihn oder sie besiegen kann. Und er verursacht pro Spielzug prozentualen Gesundheitsschaden. Das kommt ja im Endeffekt dann nochmal mit drauf. Also er ignoriert Schutz. Die Blutungen, die er zufügt, machen prozentualen Gesundheitsschaden. Das wird wahrscheinlich dann auch in den Infos über die Territorialschlacht dann auch noch zu finden sein, wie viel Prozent. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, was dabei rauskommt und vor allem, wie man in der Lage sein soll, den Nexus zu besiegen. Und vor allem, welche Teams dafür auch in der Lage dazu sind. Müsste man sich mal genauer anschauen, aber wahrscheinlich jedes Team, was besonders auf Gesundheit, auch Gesundheitsregeneration mit aufgebaut ist, also die ständig Gesundheit mit aufbauen, also sehr wahrscheinlich die, ich gehe mal davon aus, vielleicht ein Padme-Team könnte ich mir durchaus vorstellen, weil da gibt es ja auch immer wieder ständig die Schutzerhöhungen, die Gesundheitserhöhungen, das kommt ja da auch immer wieder bei diesem Team, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das wahrscheinlich eine Möglichkeit ist, aber es gibt vielerlei andere Möglichkeiten. Auf jeden Fall wird es sehr, sehr spannend, das herauszufinden. Das waren die Infos, die jetzt natürlich rausgegeben wurden. Sobald neue Infos kommen, werde ich euch natürlich selbstverständlich darüber informieren. Wenn euch das Video geholfen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, ein Abo und teilt das Video natürlich. Ich wünsche allen einen schönen Tag, macht es gut, ciao, servus, bis zum nächsten Video.